Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Protagonisten-Podcast. Das ist der Podcast der Sektion Notfallmedizin, Schwerverletztenversorgung und Intensivmedizin, liebevoll Sektion NIS der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. In jeder neuen Folge werden wir hier mit unseren Gästen Fragestellungen rund um die akute Versorgung von schwerverletzten Patienten diskutieren. Unsere Gäste kommen dabei aus dem Bereich der präklinischen Notfallmedizin, arbeiten in Notaufnahmen oder auf Intensivstationen oder sind überhaupt keine Mediziner, arbeiten aber in Berufen, die wie die Schwerverletztenversorgung auch einen hohen Qualitätsanspruch haben, Entscheidungen unter Zeitdruck erfordern oder die Teamarbeit ganz besonders im Vordergrund für den Erfolg steht. Unsere handverlesenen Gäste haben entweder eine ausgewiesene persönliche Expertise in einem Teilbereich der Schwerverletztenversorgung oder sie vertreten Kliniken, die in Teilbereichen aufgrund von hohen Fallzahlen zum Beispiel eine besondere Exzellenz haben. Oder sie investieren in ihre Berufstätigkeit abseits der Unfallchirurgie viel Emotionen, so wie wir im Schockraum oder im OP. Mit diesem dreigeteilten Angebot, Expertise, Exzellenz und Emotionen, richtet sich der Podcast ganz besonders an Kolleginnen und Kollegen, die ihren Weg zur Unfallchirurgie gefunden haben oder einen neuen Pfad in die Unfallchirurgie beschreiten wollen. Wir, Paula Beck und Sebastian Imach als eure Gastgeber, wir bedanken uns auf jeden Fall jetzt schon für eure Zeit, die ihr euch für diesen Podcast nehmt, und wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude beim Zuhören habt, wie wir bei den Gesprächen und Interviews. Liebe Zuhörende, ganz herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge aus der Exzellenzreihe. Kliniken in der Exzellenzreihe dieses Podcasts sind in einer Abfrage des Traumaregisters der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie für die Jahre 2020 und 2021 in einigen Kennzahlen ganz besonders aufgefallen. Das Universitätsklinikum in Würzburg zum Beispiel bekommt die meisten Primäranflüge per Rettungshubschrauber. Und die Würzburger haben in den genannten Jahren auch die meisten Patienten ins Basiskollektiv des Traumaregisters eingegeben. Wir haben heute Frau Dr. Mila Paul zu Gast, die als Oberärztin in der Universitätsklinik in Würzburg uns erzählen wird, wie das Klinikum sich auf eine so große Aufgabe vorbereitet. Aber hört selbst. Hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir heute hier über Würzburg und die Traumaversorgung bei uns in Würzburg sprechen. Du hast gefragt oder ihr habt gefragt, was machen wir anders oder machen wir vielleicht besonders, wie bereiten wir uns darauf vor, mit dieser Patientenflut umzugehen. Und ich glaube, da gibt es im Wesentlichen eigentlich drei oder vier Dinge, über die wir da konkret sprechen können. Ein Projekt davon, um gleich mal quasi das zu nennen, was mir tatsächlich selber am meisten am Herzen liegt, ist tatsächlich ein Schockraum-Simulationstraining, was wir durchführen. Und dieses Training haben wir interdisziplinär ins Leben gerufen, führen wir jetzt im zweiten Jahr ziemlich erfolgreich durch. Die Leute sind begeistert. Wir nennen das, oder es ist ein sogenanntes In-Situ-Training, also wir trainieren direkt vor Ort im chirurgischen Schockraum und laden zu diesen Trainings Ärzte und Pflegekräfte ein, also es ist auch interpersonell. Und ja, versuchen da nicht nur auf die medizinische Behandlung einzugehen, sondern eben auch auf viele Teamaspekte, die jetzt im Rahmen der Schwerverletztenversorgung, was CRM-Prinzipien angeht, eben wichtig sind. Und in dieser Kombination versuchen wir das vor Ort mit den Ad-Hoc-Teams, die sich dann eben auch im Alltag einfach bilden, weil das eigentlich stets Ad-Hoc-Teams sind tatsächlich bei uns aufgrund der Größe der Klinik und der unterschiedlichen Abteilungen, dann vor Ort zu trainieren. Das ist sicherlich der erste Punkt, den man nennen muss, wenn wir uns fragen, was ist vielleicht besonders oder anders als in anderen Zentren und wie bereiten wir uns darauf vor, was kommt. Spannend. Willst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Was für Fachabteilungen sind da immer beteiligt? Also wen nehmt ihr mit in diese Trainings? Ja, also in die Trainings eingebunden werden eigentlich tatsächlich alle Abteilungen, die bei uns so das Kernteam der Schockraumversorgung darstellen. Das ist halt jetzt neben uns aus der Unfallchirurgie die Anästhesie, Kollegen aus der Viszeral- und Allgemeinchirurgie und aus der Radiologie. Das sind so die vier Disziplinen, die halt auch immer letztlich bei jedem Schockraumalarm vor Ort sind in der Realität, und das sind auch die Kliniken oder ja die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die bislang zu den Trainings eingeladen werden. Wir haben aber auch vor, das in der Zukunft noch weiter zu öffnen und jetzt beispielsweise auch konsiliarisch
tätige Abteilung im Stockholm mit einzuladen. Da allen voran natürlich die Neurochirurgie. Das ist eigentlich die Abteilung, die am häufigsten jetzt neben den anderen, wie beispielsweise jetzt die Pädiatrie oder die Herzchirurgie. Das sind dann aber eher so Gedanken jetzt tatsächlich für die Zukunft. Okay, das bedeutet ja ganz schön viel Commitment, ne? Du hast mir vorher erzählt, dass ihr das eine Woche lang macht. Das heißt, ihr habt für eine Woche da dieses Setting aufgebaut und zieht die Leute aus den verschiedenen Abteilungen zu diesen Trainings. Das müssen ja alle Beteiligten wollen. War das schwierig, das zu etablieren? Seid ihr da auf Widerstände gestoßen oder lief's Also wir wollen rund? ja hier ehrlich miteinander sprechen. Einfach war es nicht. Einfach ist es auch in der tatsächlichen Umsetzung und Fortführung nicht immer, weil dann halt eben häufig, ja, tatsächlich, sagen wir mal, einfach die konkreten Gegebenheiten, die Personalknappheit, Krankheitsstände, es fällt wieder jemand spontan aus. Sowas macht es dann alles schwierig, sowas dann auch im Alltag in den konkreten Trainingswochen dann umzusetzen. Aber wir haben uns natürlich auch länger Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt vielleicht auch eher günstige Voraussetzungen schaffen können, dass die Abteilungen auch ihre Leute zum Training schicken können und machen das Ganze jetzt eben beispielsweise nicht so in den Hochphasen der Polytraumaversorgung. Das ist bei uns halt tatsächlich häufig, also vor allem eben die Sommermonate, sagen wir mal von April bis Oktober, sind so die Monate, wo wir einfach extrem viele schwerverletzte Patienten über den Schockraum bekommen. Und deswegen haben wir die Trainings jetzt beispielsweise extra außerhalb dieser Zeiten gelegt, extra außerhalb der Semesterferien, außerhalb der Schulferien, dass halt nicht noch zusätzlich Personal in den jeweiligen Abteilungen fehlt. Das sind so die Voraussetzungen, die wir uns vorher überlegt haben. Und man muss sagen, und das ist natürlich extrem positiv, die Teilnehmenden des Trainings erleben es als sehr wertvoll. Bewerten das Training wirklich gut und tragen das zum Glück natürlich auch nach außen. Ja, also es wird mittlerweile immer mehr auch an die Direktoren und die jeweiligen Chefs der Abteilung herangetragen, dass die Mitarbeitenden sagen, dass sie davon sehr profitieren und dass sie daran da Spaß hatten und viel gelernt haben und dass sie unbedingt halt wieder teilnehmen wollen. Und darüber kriegen natürlich auch die Chefs mit, dass das wertvoll ist und dass sie gut daran tun, auch die Leute ja dorthin gehen zu lassen. Ein starkes Signal auf jeden Fall. Auch die Relevanz, die ihr der Schwerverletztenversorgung gebt, offensichtlich zu Recht. Wie viel habt ihr mehr als 260 oder so wirklich Schwerverletzte im Jahr, ne? Hat das Trauma? Genau, also wenn wir jetzt von diesen Jahren 2021, 2022 sprechen, dann haben wir jeweils ungefähr 250 Patienten ins Basiskollektiv im Traumaregister eingegeben und von denen waren so um die 160, 180 tatsächlich ISS, mindestens 16. Und was zeichnet so die Würzburger Region im Hinblick auf das Verletztenkollektiv aus? Was gibt es an attraktiven Mountainbike-Strecken, Autobahnkreuzen, Fallschirmspringerplätzen bei euch? Also, weil ehrlich gesagt, wenn du mich spontan gefragt hättest, hätte ich da so keinen Risiko-Hotspot gesehen in Würzburg, weder Autobahnkreuztechnisch noch sportartentechnisch. Wie ist das Kollektiv gestaltet? Das Kollektiv ist eigentlich genau das, was du ansprichst, Sebastian. Ich lade dich mal ein, bei uns vorbeizukommen und den einen oder anderen Hotspot kennenzulernen. Nein, also Autobahnkreuze doch tatsächlich schon. Also sowohl die A3 als auch die A7 laufen eigentlich relativ nah, direkt mehr oder weniger an Würzburg vorbei. Und von diesen Autobahnen kriegen wir tatsächlich auch viele, viele Verletzte. Also Verkehrsunfälle, nicht, und Freizeitunfälle ist tatsächlich ein großes Patientenkollektiv. Arbeitsunfälle, also wir sind als SAV-Haus tatsächlich, also halt auch darauf ausgelegt, die schwer verletzten Arbeitsunfälle zu behandeln. Das heißt, Stürze aus großer Höhe beispielsweise haben wir schon auch sehr viele, die über den Schockraum dann kommen und aufgenommen werden. Und ja, Freizeitunfälle jeglicher Art, das, was du angesprochen hast. Fallschirm, Gleitschirm, Mountainbike, Motocross, alles, was man sich da so ausdenken kann. Was wir relativ wenig haben, sind die penetrierenden Traumen. Hier in Würzburg klappt man am Wochenende noch die Bürgersteige hoch. Nein, also wir haben nicht viele Gewaltverbrechen und damit penetrierenden Traumen. Okay, industriell, was ist da bei euch in der Gegend außer der Weinindustrie, die ich dahin assoziiert hätte? Autoindustrie gibt es hier
nicht so die ganz großen Kliniken, mehr so die Zulieferer- und Zubehörfirmen und ansonsten eigentlich alles, was so landwirtschaftlich ansonsten angesiedelt ist, aber jetzt keine spezielle Branche eigentlich. Wollte sagen, es ist keine Schwerindustrie, wie man es in Ludwigshafen irgendwie sofort denken würde. Okay, und eure Versorgungsstruktur vor Ort, ihr als Universitätsklinikum Würzburg seid das große SAV-Haus, das überregionale Traumazentrum, das erste Haus am Platz oder gibt es drumherum noch Häuser oder wie weit sind die nächsten überregionalen Zentren weg? Damit wir mal so eine Idee bekommen, warum das sich Ja. bei euch so kondensiert. Also habt ihr absolut gesehen mehr oder bekommt ihr nur mehr, weil ihr alleine am Platz seid? Naja, oder das eine führt zu dem anderen. Also ich glaube tatsächlich, ein Charakteristikum jetzt für unsere Klinik oder auch für die Schwerverletztenversorgung bei uns ist, dass unser Traumanetzwerk, das heißt in Nordbayern Würzburg, ist tatsächlich flächenmäßig ziemlich groß und hat sozusagen die Eigenschaft, dass es sich gerade in der Mitte nicht viel mit anderen Traumanetzwerken überlappt. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann liegt eigentlich Würzburg und auch das zweite überregionale Traumazentrum in unserem Netzwerk, also wir sind nur zwei, das zweite ist Aschaffenburg, das liegt auch noch in dieser zentralen Brachefläche, sage ich mal, wo wir keine oder quasi keine Überlappung mit anderen Traumanetzwerken haben. Und damit ist tatsächlich unser Einzugsbereich für die Patienten ziemlich groß. Und damit einher geht, glaube ich, auch das zweite Charakteristikum, was ihr schon genannt habt, dass wir nämlich sehr viele primäre Rettungshubschrauberanflüge haben, mit denen die schwerverletzten Patienten zu uns kommen. Ja, also unterschiedliche Hubschrauber, die uns anfliegen. Das dann auch verbunden tatsächlich als weiteres Merkmal, sage ich jetzt einfach mal, dass wir relativ lange präklinische Rettungszeiten haben, wenn man sich das anschaut. Das sind im Schnitt so 70 bis 80 Minuten, bis die Patienten bei uns sind. Ihr habt keinen eigenen Hubschrauber. Der nächste ist der Christoph 18 in Ochsenfurt, oder? Das ist so mein Genau. Verständnis für die Materie. Okay. Ja, genau. Der Und wird ärztetechnisch zum Teil durch Ärzten, Ärztinnen auch aus unserer Klinik abgedeckt und eben aus Ochsenfurt. Der Standort ist Ochsenfurt, aber Ochsenfurt selber ist halt eine kleinere Klinik, kleineres Traumazentrum und damit ist für den Christoph 18 sind wir halt das überregionale Traumazentrum, ja, der Heimat sozusagen. Das ist die Klinik, die der in der Regel anfliegt. Aber es ist nicht der einzige Rettungshubschrauber, der uns primär anfliegt, aber schon der am häufigsten. verstehe. Und jetzt habt ihr ja eine Besonderheit mit eurem interdisziplinären Schockraumtraining. Das können wir gleich nochmal aufgreifen, was es auch so interdisziplinär macht. Aber ihr habt ja noch eine weitere Besonderheit bei euch, wenn man sich da auch mit den Publikationen, die aus eurer Klinik kommen, befasst. Und das ist ja, dass ihr eben nicht den einen wieder im Schockraum habt, oder? Da habt ihr ein anderes Konzept. Dass wir nicht den einen Lieder haben, ja genau. Wir haben in Würzburg schon seit geraumer Zeit eigentlich das Konzept der sogenannten Schockraumführungsgruppe. Also es gibt keinen einzelnen Traumalieder, sondern eben eine Gruppe, die sich interdisziplinär zusammensetzt aus den Abteilungen, die wir jetzt auch im Training eingebunden haben, also die hauptsächlichen Abteilungen, die immer für jeden schwerverletzten oder potenziell schwerverletzten Patienten im Schockraum arbeiten, also Anästhesie, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und Radiologie. Und aus diesen vier Abteilungen mit jeweils einem Vertreter oder Vertreterin setzt sich auch die Führungsgruppe Schockraum zusammen. Und das Konzept sieht eben vor, dass Entscheidungen, die ansonsten der Leader alleine treffen würde, in dieser Führungsgruppe getroffen werden. Und ja, das hat, denke ich, Stärken und Schwächen, dieses Konzept, aber es ist das, was so etabliert ist an unserer Klinik und was auch in den Köpfen verankert ist und mit dem wir arbeiten. Wenn du das jemandem verkaufen müsstest, was sind die Stärken des Konzeptes? Ja, doch, es gibt auf jeden Fall Stärken dieses Konzeptes. Also wenn wir uns überlegen, dass da ja idealerweise dann immer die Leute aus jeder Abteilung vor Ort sind, die tatsächlich die Experten jetzt für
Verletzung XY von einem schwerverletzten Patienten sind und die sich mit den jeweils anderen drei Experten aber jetzt darüber austauschen müssen und vielleicht auch debattieren müssen, was jetzt die höchste Priorität zum Beispiel in der operativen Versorgung dieses Patienten hat, dann kann das unter Umständen schon schnell zu einer hohen Dynamik und zu einer sicheren und schnellen Behandlung dieses Patienten führen, das glaube ich schon. Und die zweite Stärke ist auch, dass eben, naja, letztlich sagen wir mal, wenn man von Verantwortung spricht, eben auch Entscheidungen im Team getroffen und damit auch verantwortet werden. Und man dann auch sagen kann, okay, die Situation hat es zu dem Zeitpunkt erfordert, dass wir zum Beispiel zuerst den Bauch aufmachen und das andere dann nachgeschaltet und damit letztlich dann auch die Verantwortung eine Teamentscheidung gewesen ist. Letztlich ist das wahrscheinlich was, was inhaltlich in vielen Kliniken passiert, ne? Dass man sich als Schockraumleader dann mit dem höchstrangig Anwesenden der anderen Fachabteilung auseinandersetzt, einen Konsens findet und diesen dann durchführt, nur dass ihr es vielleicht anders benennt, und ihr das irgendwie ein bisschen gestreamlined habt. So hört sich es gerade für mich an. Man muss ja letztlich auch sagen, also dann zu sagen, okay, müssen wir jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, müssen wir jetzt den Schellen noch hier im Schockraum legen, müssen wir noch die 2-0 negativ dranhängen oder fahren wir jetzt schon runter? Also so wirklich, sagen wir mal, konkrete Entscheidungen für oder gegen, die muss ja dann trotzdem letztlich eine Person treffen und es wird dann eher manchmal auch einfach die Frage in das Team gegeben, okay, ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt so, hat jemand eine andere Meinung und dann ist es halt offiziell eine Teamentscheidung, die halt von einer Person aus dieser Führungsgruppe, sagen wir mal, vorgeschlagen wird, die dann aber durch das gesamte Team abgesegnet ist und damit halt offiziell von der Schockraumführungsgruppe getroffen. Aber das heißt dann eben nicht automatisch immer, dass jetzt der Anästhesist das Sagen hat oder der Unfallchirurg das Sagen hat. Und hast du das Gefühl, dass das trainingsintensiver ist? Ist das ein Grund, warum ihr die Trainings macht? Also, weil das stelle ich mir jetzt vor, diese Abstimmungsprozesse, das vor allen Dingen zeitökonomisch zu gestalten. Ich mag die Idee des interkollegialen Austausches, geteilte Verantwortung, verstehe ich. Kann ich sogar fast mitgehen, aber ich habe das Gefühl, das ist trainingsintensiv. Ja, das ist es auch. Definitiv. Also würde ich hundertprozentig zustimmen zu dieser Aussage. Das ist trainingsintensiv und dieses Konzept ist natürlich auch nicht von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gleich positiv angenommen. Ich sage jetzt mal aus unterschiedlichen Gründen. Medizin ist ja häufig auch eher hierarchisch geprägt und man wünscht sich vielleicht sogar manchmal eher, dass halt jemand von oben sagt, wir machen das jetzt so oder so und will sich vielleicht gar nicht so in dieser Verantwortung sehen, obwohl man längst in der Position ist, die Verantwortung zu tragen. Ja, das ist trainingsintensiv und das erfordert eben ein ziemlich gutes Verständnis auch für die Probleme und für die Perspektive der anderen Abteilungen oder der Kollegen aus den anderen Abteilungen. Und das ist auch was, was dieses Training leisten kann. Das war uns vorher tatsächlich gar nicht so klar. Das haben wir aber sehr deutlich gemerkt durch die Durchführung und der Trainings und durch die Rückmeldung, die dann von den Mitarbeitenden kam, dass sie es als extrem positiv wahrnehmen, wie viel Verständnis sie plötzlich durch diesen Austausch während des Trainings und durch das Debriefing nach den Szenarien bekommen, wie tief das Verständnis geht, welche Probleme die anderen vielleicht haben, zu welchem Zeitpunkt der Schockraumbehandlung. Dafür ist es sehr wertvoll, ja. Das ist ja der Faktor des Systemverständnisses, den wahrscheinlich Simulationen in einem sicheren Setting nochmal entwickelt, weil man es debriefen kann. Das ist das, was im Alltag zu kurz kommt, das Systemverständnis durch ein Debriefing nachher weiterzuentwickeln. Jeder hat so seine individuelle Erfahrung gemacht, aber man macht das Wissen nicht breit im Team. Und man muss ja sagen, neben dieser Führungsgruppe habt ihr ja noch ein anderes Qualitätsmerkmal, für was ihr steht. Ihr wollt regelhaft in unter 10 Minuten im CT sein. Das braucht wahrscheinlich nicht nur bauliche Voraussetzungen, sondern das braucht auch einen Prozess, der darauf ausgerichtet ist. Erzähl mal ein bisschen was zu den Gedanken, die dahinter stecken. Weil allein genommen für sich innerhalb von 10 Minuten im CT zu sein, also ich kriege es auch in 5 Minuten hin, wenn ich die Untersuchung weglasse. Genau, also vielleicht muss man zu dieser Aussage noch ergänzen, wir wollen in unter 10 Minuten im CT sein. Das kriegen wir zum einen oder zum einen helfen uns dabei bauliche Maßnahmen, nämlich dadurch, dass das CT bereits im Schockraum vorhanden ist. Also der Patient muss nicht erst dorthin gefahren werden. Eine Ergänzung ist aber natürlich wichtig, dieses CT über den Patienten fahren zu lassen,
auch wenn der schon im Schockraum liegt, erfordert natürlich die ausreichende hämodynamische Stabilität des Patienten. Das heißt, auch bei uns gilt, kein Patient bekommt ein CT, bevor der Primary Survey abgeschlossen ist. Und zwar nicht nur was die Diagnostik, sondern eben auch die Behandlung der lebensnotwendigen Verletzungen angeht. Sonst fährt auch bei uns das CT nicht drüber, auch wenn der Patient dafür den Schockraum nicht verlassen muss. Ja, also kein instabiler Patient verlässt den Schockraum, könnte man bei uns umformulieren in kein instabiler Patient bekommt das CT im Schockraum über ihn gefahren. Und du hast die Zeit angesprochen, diese CT-Zeit unter 10 Minuten. Das ist tatsächlich was ich glaube, was sehr wertvoll ist. Also man muss jetzt auch nicht immer auf diese 10 Minuten pochen. Wenn wir halt 15 Minuten brauchen, um den Patienten zu stabilisieren, dann sind es 15 Minuten. Da ist der andere Grundsatz, den ich eben erläutert habe, deutlich wichtiger. Aber die unter 10 Minuten sind, glaube ich, schon was relevant in der prioritätenorientierten und dann auch zielgerichteten Behandlung des Patienten sind. Denn natürlich liefert uns das CT extrem viele umfassende Informationen, die man vielleicht auch eben manchmal nicht durch die rein klinische Untersuchung ausreichend bekommt, die aber sehr wohl dann in der weiteren operativen Phase für den Patienten eine Rolle spielen. Und damit ist das schon so eine Zeitmarke, an die man sich aber natürlich nicht sklavisch halten muss. Und wie kommt ihr auf die 10 Minuten als Wert? Wo macht ihr, also ist das historisch gewachsen? Hattet ihr mal 15 Minuten, habt da gesagt, 10 Minuten gehen auch? Ist das mehr so ein sportlicher Ansatz? Es geht immer besser? Oder habt ihr gesagt, wir sehen in unseren Daten auf einmal einen Drop-off oder einen Anstieg der Mortalität? Nee, das wollen wir ja nicht hoffen, dass wir den sehen. Dann machen wir irgendwas falsch. Also wir kommen von knapp 20 Minuten noch vor 5 Jahren ungefähr und sind jetzt halt mittlerweile bei 11. Und ich, also bin jetzt kein Verfechter von diesen unbedingt 10 Minuten, aber ich glaube, dass es eine sinnvolle und realistische Zeitmarke ist, um sich daran zu orientieren. Nicht mehr und nicht weniger. Ich mag den Ansatz, also ich paraphrasiere das nochmal zusammenfassend. Also es soll nicht dogmatisch 10 Minuten sein, sondern es ist mehr ein ambitioniertes zeitliches Ziel, um alle daran zu erinnern, hey, wir wollen, time is of essence, wir wollen gerichtet arbeiten. Und ihr habt offensichtlich gezeigt mit euren eigenen Daten, dass wenn man so ein Ziel ausgibt, man auch darauf hinarbeiten kann, sich in die Richtung verbessern kann, ohne medizinische Versorgungsqualität zu gefährden, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja eure Position dazu, zu sagen, es macht es eher besser, wenn wir schnell alle Informationen, die auch eine Multislice-CT bieten kann, vom Patienten zur Verfügung haben, oder? Ja, genau. Also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da hilft uns tatsächlich auch das Training, weil natürlich in dem Training, ich habe noch gar nicht davon gesprochen, wer überhaupt jetzt so die Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind, die dieses Training mit mir gemeinsam ins Leben gerufen haben, weil das ist natürlich also in keinster Weise irgendwie eine One-Man-Show, sondern das geht auch nur mit den Leuten aus den unterschiedlichen Abteilungen, die alle für dieses Thema brennen und sagen, wir wollen das interdisziplinär aufziehen und wir wollen eben die Schockraumversorgung schulen und das Management, ja, dieses Konzept an die Leute bringen und wir wollen uns darüber austauschen. Und was dabei auch mit uns als in Anführungsstrichen Instruktorenteam passiert, ist, dass wir uns natürlich auch in diesen Trainingswochen extrem intensiv mit all diesen Fragen beschäftigen. Wie wollen wir das eigentlich in unserer Klinik? Ja, wie wollen wir das Management verbessern? Was halten wir eigentlich in unserem Setting, mit den Gegebenheiten, die wir haben, mit den Wegen, die wir haben, mit dem Patientengut, was wir haben? Wie halten wir es eigentlich für ideal? Ja, und so eine zweite Zeitmarke, die sich dabei herauskristallisiert hat, weil wir jetzt über diese 10 Minuten gesprochen haben, ist beispielsweise, das ist auch in einem der letzten Trainings immer wieder zur Sprache gekommen, wir wollen den Schockraum eigentlich innerhalb von 30 Minuten mit dem Patienten verlassen. Ja, wir wollen nicht 60 Minuten da sein und dann irgendwie noch die Arterie und den ZVK noch legen und so weiter, sondern dieser Drang, sage ich mal, oder dieser Zug auch eben in Richtung Operationssaal, wenn die Stabilität des Patienten das zulässt,
Die kann man, glaube ich, darüber vermitteln, dass man sich halt über diese Zeiten austauscht und sagt, okay, wir wollen halt bei diesen 30 Minuten ungefähr bleiben. Und wenn der Timer dann halt bei 28 ist, dann ist es ein guter Zeitpunkt, mal zu sagen, so, hey Leute, Entscheidungsfindung, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, was sind jetzt eigentlich unsere Prioritäten? Was ist der nächste Schritt? Und was hält uns eigentlich davon ab, jetzt mal Richtung Schleuse zu fahren? Super spannendes Konzept und glaube ich auch wieder eigentlich ganz viel Werbung für Training und für Simulation und für Teamtraining und Teamperformance. Irgendwie, Mila, du weißt es noch nicht, weil die Folgen, die du dir natürlich alle anhören willst, noch nicht raus sind. Aber Sebastian und ich haben in den letzten Wochen ein paar Interviews für diesen Podcast geführt und wir reden erstaunlich viel, finde ich. Also nicht erstaunlich, aber sehr viel über Team. Eigentlich ist es überhaupt nicht verwunderlich, weil Schwerverletztenversorgung in Teamsport ist, aber das ist schon faszinierend, finde ich, wie wir immer wieder aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema zurückkommen. Und das finde ich sehr beeindruckend bei euch im Haus, wie ihr das so konsequent und vor allem auch interdisziplinär umsetzt. Also, dass da auch wirklich alle kompromisslos an Bord sind, das ist echt ein super Konzept. Wir sind da sicherlich nicht perfekt in diesem Thema, aber ich glaube, dass es extrem relevant ist, tatsächlich die Leute immer wieder daran zu erinnern und auf diesen Punkt zurückzubringen, zu sagen, hey, das geht nicht alleine. Ja, der beste Anästhesist oder der beste Chirurg wird den schwerverletzten, polytraumatisierten Patienten nicht alleine retten. Ja, das geht nur, wenn wir gemeinsam begreifen, was dieser Patient eigentlich alles mit sich bringt. Und das ist nun mal die Natur des Polytraumas, ist eben nicht nur ein Problem. Und damit brauchen wir nicht nur die Expertise aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, sondern wir brauchen halt das gemeinsame Mindset. Ja, wir brauchen, jetzt können wir Begriffe wie Shared Mental Model oder sowas nennen. Wir müssen halt auf einen Punkt kommen. Ja, der polytraumatisierte Patient braucht dieses gemeinsame Konzept. Und das, ja, ich bin davon überzeugt, dass man das trainieren kann und dass man das trainieren muss. Jetzt habt ihr ja sogar noch eine Doppelherausforderung, 250 plus Basiskollektivpatienten. Das heißt ja bei einer soliden Anzahl von Übertriage, die ihr wahrscheinlich auch habt, wahrscheinlich deutlich über 1000 Schockraumalarmierungen im Jahr, wenn man das so extrapoliert. Das heißt, ihr seid häufiger in der Situation, dass ihr zwei Patienten gleichzeitig behandeln müsst, oder? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Baulich, Team, strukturmäßig? Ja, sind wir tatsächlich. Als überregionales Traumazentrum müssen wir natürlich in der Lage sein, zwei schwer verletzte Patienten auf einmal zu behandeln. Das ist aber auch unser Anspruch. Und bauliche Maßnahmen, die dafür, also bauliche und organisatorische Maßnahmen, sage ich mal, die dafür getroffen wurden, ist tatsächlich, dass wir den traumatologischen Schockraum, in dem wir übrigens auch das Training machen, was ein großer, großer Pluspunkt auch für das Training ist, dass dieser traumatologische Schockraum als Doppelschockraum existiert, auch baulich. Das heißt, der ist sozusagen getrennt, also abgetrennt durch eine röntgendichte Wand, die zur Seite gefahren werden kann, ist spiegelbildlich auf der anderen Seite der Schockraum nochmal vorhanden mit genau derselben Ausstattung, minus das BGA-Gerät, aber sonst ist tatsächlich alles vorhanden im zweiten Schockraum, was auch im ersten Schockraum vorhanden ist. Und das CT wird auf dieser sogenannten Sliding Gantry durch die Trennwand entweder auf die eine oder auf die andere Seite gefahren. Und damit kann man tatsächlich im Prinzip parallel oder mit kurzem zeitlichen Versatz zwei schwer verletzte Patienten, was die baulichen und strukturellen Voraussetzungen angeht, parallel behandeln. Personell ist es unter Umständen nochmal eine andere Voraussetzung, kommt natürlich auf die Tageszeit an, in der jetzt dieser Doppelschockraum kommt. Aber das ist nicht so selten, dass wir zwei wirklich mehr oder weniger parallel versorgen. Und im Dienst erfordert es dann natürlich also sagen wir mal, die personelle Ausschöpfung aus allen Fachdisziplinen, die an der Traumaversorgung beteiligt sind. Aber auch das funktioniert gut, muss man sagen. Und habt ihr, wenn ihr zwei Patienten parallel versorgt, dann eine Führungsgruppe, die sozusagen von beiden Seiten angefüttert wird, oder habt ihr dann komplett parallel laufende Strukturen? Auch das kommt ein bisschen auf die Uhrzeit an, weil das natürlich
trotzdem wieder Ad-Hoc-Teams sind, die sich zusammensetzen. Und also ich kann es jetzt zum Beispiel für meine Abteilung aus der Unfallchirurgie sagen, wenn wir im Dienst, aber eigentlich auch tagsüber einen Doppelschockraum haben, dann würde ich jetzt beispielsweise als Oberärztin für beide zuständig sein und wäre erst im ersten und dann im zweiten und hätte halt meine Subteams in den unterschiedlichen Schockräumen, die dann quasi die Primärversorgung machen und dann mich jeweils anfordern, beziehungsweise ich auch ohne Aufforderung dazugehe und das Ganze dann mit dem Rest der Führungsgruppe bespreche. Anästhesiologisch wäre es sicherlich so, dass, das liegt aber auch an der Manpower, dass da wirklich getrennte Teams in den beiden Schockräumen wären. Jetzt haben wir viel über deine Klinik gesprochen, das Universitätsklinikum in Würzburg. Jetzt bist du ja eine stolze Vertreterin deiner Klinik. Soll ich einmal so fragen, was hat dich persönlich in die Klinik gebracht und dich persönlich zur Unfallchirurgie gebracht? Das sind zweigeteilte Fragen. Zweigeteilte, spannende Fragen. Ich bin tatsächlich ja eher über Umwege in die Unfallchirurgie gekommen. Ich komme eigentlich eher aus dem Bereich der Grundlagenforschung. Also in meinem ersten Leben war ich in der Physiologie. Habe mich mit Wissenschaft beschäftigt und ja, habe dann entschieden, nachdem ich das 2 Jahre nach dem Studium letztlich ausschließlich gemacht habe, dass ich doch irgendwann mal Medizin studiert habe, um auch klinisch tätig zu sein. Und habe mich so ein bisschen besonnen und habe gesagt, gut, ich wollte eigentlich immer Chirurgie machen. Welcher Bereich ist denn der, der mich jetzt so eigentlich am meisten reizt? Also bin wirklich so tief in mein Innerstes gegangen und habe mich gefragt, was ist das, was mir wirklich Freude macht, was ich tun möchte. Und dann bin ich in der Unfallchirurgie gelandet. Und da bin ich hängen geblieben und das ist auch genau richtig so, würde ich sagen. Und du hast in Würzburg studiert oder wie kamst du nach Würzburg? Nee, ich hab in Leipzig studiert, genau, und bin nach Würzburg gekommen, eigentlich über meine Promotion damals. Mein Doktorvater ist nach Würzburg gegangen und ich habe mich dann nach dem Studium entschieden, weil ich halt eigentlich in dem Bereich erstmal weiter tätig sein wollte, dann nach Würzburg zu wechseln und bin dann nach dem Studium hierher gekommen und ja, bin dann so mit diesem Ansinnen eben in die Klinik gegangen, doch ja meine chirurgische Ausbildung zu beginnen und wollte zu dem Zeitpunkt aber auch noch weiter wissenschaftlich tätig sein, also wirklich so diesen akademischen Gedanken versucht weiter zu verfolgen. Und deswegen war auch klar, dass ich dann erstmal hier an dem Standort bleibe, um so dieses wissenschaftliche Netzwerk, was ich mir da aufgebaut hatte, jetzt nicht komplett aus den Augen zu verlieren, sondern da noch weiter Anknüpfungspunkte und Kooperationsmöglichkeiten zu haben. Genau, und so bin ich dann hier in Würzburg in der Unfallchirurgie gelandet, also eher Zufall. Aber du hast es nicht bereut, oder? Nee. Gut, so viel zu nicht, keine suggestiven Fragen stellen. Was glaubst du, du bist ja an der Uni tätig. Ich glaube, die universitäre Unfallchirurgie ist nochmal so eine etwas besondere Subgruppe der Unfallchirurgie insgesamt. Da gibt es ja auch die BGen, die ganz stark sind und irgendwie doch ein bisschen anders ticken als die Unis. Was glaubst du, ist so für die universitäre Unfallchirurgie in den nächsten 10 Jahren was sich verändern wird oder was so the next big thing wird, über das gesprochen werden wird und was die Versorgung in den Unis verändern wird? Hast du dir da was zu überlegen? Also vielleicht erstmal zu den Spezifika der universitären Unfallchirurgie, wenn man das jetzt so nennen will. Also ein Thema, was mich tatsächlich, also im Inneren, sagen wir mal, beschäftigt, ist, ich würde es mal Generationenwechsel nennen. Ich weiß nicht, ob es ein Spezifikum der universitären Kliniken ist, sondern es ist was meines Erachtens, was man auf die gesamte Chirurgie oder Unfallchirurgie ausweiten kann. Ich glaube, dass es, und da kommt wieder dieser Teamgedanke, über den wir jetzt schon relativ viel gesprochen haben, eigentlich mit ins Boot. Ich glaube, dass wir diesen Generationenwechsel unausweichlich in den nächsten Jahrzehnten vollziehen müssen. Ja, das ist, dass wir letztlich eine Veränderung in der Umgangskultur miteinander, dass sich das einschleichen wird, ja, unausweichlich. Und da gehören dann so Aspekte mit dazu, wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich mit Schwierigkeiten,
sagen wir mal, inhaltlicher, medizinischer Natur, aber eben auch zwischenmenschlicher Natur um? Und wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Und ich glaube, dass das ein großes Thema sein wird, weil ich glaube, dass ich auch ein, und ich bin ja überzeugte Unfallchirurgin, aber auch wenn man das ist, kann man sich ja nicht vor diesen Gedanken verwehren, dass wir uns fragen müssen, wer will eigentlich noch in Zukunft Traumatologie machen? Ja, wer will Unfallchirurgie machen? Wer wandert nicht ab in die vielleicht eher elektiveren, planbaren Bereiche oder in die reine Notfallmedizin? Ja, also wer gibt sich noch diese Kombination, die das Schlimmste aus beiden Welten in Anführungsstrichen? Ja, das machen, glaube ich, die Leute, die mit ernsthafter Leidenschaft dabei sind. Aber auch bei den jüngeren Leuten, und das sage ich jetzt mal bewusst, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht zu den ganz Alten zähle, habe ich trotzdem das Gefühl, dass es schon irgendwie eine andere Generation ist bei Leuten, die jetzt mittlerweile anfangen, die jungen Assistenten bei uns, dass die irgendwie einer anderen Generation angehören. Und diese Generation müssen wir ja bei der Stange halten, weil das ist irgendwie die Zukunft. Und ich glaube, dass das nicht anders gehen wird als mit gewissen Veränderungen, die zwangsläufig sich einschleichen werden, dass wir mit diesen Veränderungen klarkommen müssen und dass wir sie aber auch zum Positiven auslegen oder nutzen müssen. Das ist jetzt kein konkretes, inhaltlich-chirurgisches Thema, sondern eher was, was so die Arbeitsbedingungen und andere angeht, aber ich glaube, dass es unausweichlich ist. Ja, Absolut, und absolut. vielleicht so, ja, the next big thing. Ich weiß nicht, ob es die Digitalisierung sein wird. Ich habe mir da schon häufiger mal Gedanken drum gemacht. Also wenn man sich so fragt, okay, was sind so die großen Meilensteine in der Medizin gewesen, die, was weiß ich, die Erfindung der Narkose, damit die Leute nicht mehr während der Amputation von Sauerbruch aufgestanden sind oder so. Oder weiß nicht, die Erfindung des Traumaregisters vor 30 Jahren. So, wussten die Leute das eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sie das ins Leben gerufen haben, dass das so das Ding sein wird? Ich stelle mir diese Frage immer wieder mal. Und ob es jetzt bei uns heutzutage wirklich so einzelne Themen sein werden, die wir auf den Weg bringen, wird sich zeigen. Vielleicht ist es was, wo wir gerade noch alle gar nicht dann denken, dass es mal so relevant werden wird. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir hatten ja in der letzten Folge das Vergnügen, mit Herrn Professor Ruchholz zu sprechen, der dabei war bei der Gründung des Traumaregisters. Und das schon so Sachen, die für uns, die wir so mit der Muttermilch aufsaugen, ne, wo irgendwie klar ist, Traumaregister ist selbstverständlich, damit haben die einfach angefangen. Die haben sich einfach in einem Krankenhaus hingesetzt und eine Excel-Tabelle geschrieben. Das muss, und ja, und jetzt ist das einfach so ein Thing wie Tag- und Nachtrhythmus. Und das ist erst 30 Jahre her, ist gar nicht so lange. Also ich bin sehr gespannt, was unser großes Ding wird. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber irgendwas mit Digitalisierung klingt auf jeden Fall gut. Klingt gut, ja, ich bin auch gespannt. Mila, hast du irgendwas, was wir aktuell anpacken müssen? Also 10 Jahre ist ja die große Vision. Digitalisierung wird es bestimmt revolutionieren, wenn mein Absolut, habe ich Arbeitgeber da auch gehört. mal mitmacht. Shoutout an die Kliniken der Stadt Köln. Ja. Team habe ich gehört, oder? Team müssen wir anpacken. Eigentlich kommen die ja und sind begeistert, hast du gesagt, Mila, die Assistentinnen und Assistenten. Und wir müssen eigentlich nur diese Flamme am Laufen halten. Ja, die sind begeistert, die kommen extrem motiviert und dann fangen sie an zu arbeiten und dann werden sie desillusioniert. Und das erlebe ich leider ganz häufig im Alltag und das ist schrecklich zu sehen und es ist auch in keinster Weise ein Zukunftskonzept, das muss uns ja allen klar sein. Und irgendwie müssen wir es schaffen, diese Motivation der Leute, sagen wir mal, am Leben zu halten. Das müssen wir vor allen Dingen schaffen, wieder, weil das eine Grundmotivation des Protagonisten-Podcasts und seiner Gründungsidee ist, dass wir junge Kolleginnen und Kollegen für die Unfallchirurgie und den akutmedizinischen Teil der Unfallchirurgie begeistern wollen und dann ja, das scheint ja die größere Schwierigkeit zu sein, kontinuierlich bei der Stange zu halten. Erzähl mal so ein bisschen aus eurer Klinik. Ihr repräsentiert den Exzellenzteil im Podcast. No Wie pressure. kommt man zu euch? Wie darf man sich vorstellen bei euch? Also, wie gewinnt man Kontakt mit euch? Wie selektiert ihr eure Mitarbeiter? Da gibt es natürlich ein ganz ausgeklügeltes Konzept.
Wie bei uns. Wie wahrscheinlich in jeder Klinik. Naja, wie nimmt man Kontakt auf? Indem man mit Menschen, würde ich mal sagen, spricht oder auf die zugeht, die halt Teil dieser Klinik sind. Also ich meine, jeder ist herzlich willkommen, der Interesse hat, sich das anzuschauen und vielleicht auch sich das ja jetzt nicht nur im Rahmen einer Eintagesaktivität, sondern eben sich einfach die Arbeit näher anzuschauen. Und gute interessierte Mitarbeiter sind immer herzlich willkommen. Über die gängigen Wege. Der Ich Wege weiß nicht. heißt PJ, aber seid ihr so auch so eine Klinik, wo ihr sagt, ein Tag zählt nicht als Hospitation, wir wollen die Leute länger kennenlernen? Es gibt ja durchaus Daten dazu, dass also sowohl einen Tag lang die Klinik sich verstellen kann, als auch der Mitarbeitende. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich finde Hospitationen, die länger als einen Tag dauern, sehr viel fruchtbarer und hilfreicher als Eintageshospitationen. Bei uns ist das tatsächlich eigentlich nicht üblich, sage ich jetzt mal, auch wenn ich glaube, dass niemand was dagegen hätte, wenn da Interessenten wären, die das länger machen würden. Also üblich sind tatsächlich Eintageshospitationen, die aufgrund von schriftlicher Bewerbung oder auch von mündlichen Gesprächen, Telefonaten, Kontakten zustande kommen, inklusive der Bewerbungsunterlagen. Und dann kommt es häufig eben im Rahmen der Hospitation oder der Vorstellung zu Gesprächen, natürlich mit dem Chef, aber auch mit vielen Mitarbeitern, in der Regel eigentlich mit allen Oberärzten und Oberärztinnen und eben auch sonstigen Mitarbeitern, die Interesse haben und auf die der Hospitant dann zugeht. Ich glaube, das ist aber auch sowas, was man so ein bisschen grundsätzlich festhalten kann. Ne? Das gilt natürlich nicht nur für die Uni Würzburg. Das Konzept, einfach mal jemandem eine Mail schreiben, 2 Tage, 3 Tage dahin gehen, sich die Klinik angucken und die Bewerbungsunterlagen dabei zu haben und zum Abschied dem Chef in die Hand zu drücken, das ist, glaube ich, was, das kann man einfach machen. Ich kenne kein Absolut. Krankenhaus, was sich da querstellen würde. Im Gegenteil. Sehe ich genauso. Also gute Leute sind ja immer herzlich willkommen. Das gilt nicht nur für uns. Mila, wenn wir jetzt schon über Bewerbungen sprechen, wenn jetzt jemand kommt, der gerade Abi gemacht hat und dir aus irgendwelchen Gründen am Herzen liegt, ein Patenkind oder Kinder von Freunden oder so, und der sagt oder die sagt, sie möchte unbedingt ganz dringend Unfallchirurgie machen und Schwerverletztenversorgung, wie reagierst du? Also erstmal freue ich mich, weil ich das natürlich schön finde, wenn jemand, der mir selber am Herzen liegt, etwas toll findet, was mir auch am Herzen liegt. Das ist ja eigentlich erstmal eine schöne Sache. Also erster Moment Freude, zweiter Moment aber. Und dann würde ich demjenigen oder derjenigen, glaube ich, sagen, dass, also ich würde ein bisschen versuchen herauszufinden, woher dieses Interesse rührt und was derjenige sich eigentlich davon verspricht, in die Traumatologie zu gehen. Und würde dann versuchen, rauszuhören, ob das, also irgendwie abzugleichen, ob das Bild, was derjenige mir kommuniziert, eigentlich mit dem Bild, was ich jetzt habe, als jemand, der das ein paar Jahre macht, habe von der Unfallchirurgie. Und würde das dann wiederum weiter kommunizieren, letztlich aber eigentlich nur verbunden mit der Empfehlung oder mit dem Rat, schau es dir an und probier es aus. Ja, und das ist eigentlich dasselbe, was wir gerade jetzt im Rahmen von Hospitationen oder von Bewerbungen schon besprochen haben. Ich glaube, dass das eine extrem persönliche Entscheidung ist, die man auch nicht so gut vorhersagen kann, ob das eigentlich was ist, was zu einem passt. Ich glaube, so gewisse Grundvoraussetzungen, wie jetzt, sagen wir mal, Entscheidungsfreudigkeit oder Offenheit, auch eine gewisse Form der Flexibilität und auch Belastbarkeit sind schon so Eigenschaften, die man irgendwie mitbringen muss. Aber das ist, kann alles vorhanden sein und es kann trotzdem sein, dass derjenige in der Unfallchirurgie nicht richtig ist. Deswegen glaube ich, weil man sich ja auch unterschiedlich oder die Leute sich unterschiedlich gut einschätzen können, ist es eigentlich was, was man ausprobieren muss. Und wenn dieses Feuer da ist, dann ist es eigentlich der beste Beruf, den man sich vorstellen kann. Sebastian, haben wir dem was hinzuzufügen? Bester Beruf, den man sich vorstellen kann, das teile ich. Ich würde es wieder tun. Ich denke, ihr zwei auch. Absolut. Wir haben nichts mehr zu ergänzen. Es bleibt uns zu bedanken bei Mila für ihre Zeit. Für die Einblicke in eins der High-Volume-Center, würde man ja sagen, der deutschen Unfallchirurgie. Ich fand es schön, dass wir eigentlich so eine Aufforderung zur Tat gemacht haben. Das heißt, junge Kolleginnen und Kollegen sollen einfach Kontakt aufnehmen, niederschwellig
sollen sich das angucken, sollen sich eine eigene Meinung dazu bilden, wie Orthopädie und Unfallchirurgie aussieht und ob das was für sie ist. Entscheidungsfindung ist wichtig, Flexibilität ist wichtig. Wir wollen motivierte Leute. Wir wissen, dass sie motiviert sind und wir sehen es als unsere Aufgabe, sie motiviert zu halten. Oder? So ist Absolut, es. ja. Du hast mitgeschrieben, offensichtlich. Zeichen für Motivation. Oder für ein kurzes Gedächtnis. Noch. Genau, die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man die Schockraumversorgungszeit auf unter 30 Minuten drückt, dann braucht man auch keine längere Aufmerksamkeitsspanne. Das ist doch großartig. Sehr gut. Das war's für heute. Vielen Dank der AUC für die Unterstützung dieses Formats. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wir freuen uns über euer Feedback unter protagonisten@auc-online.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.